Hallo zusammen, Michi ist wieder heute da und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines World of Warcraft Video präsentieren. Heute wollen wir uns mal das Double Legendary System angucken und wie das Ganze funktioniert, will ich euch jetzt einmal erklären. Zunächst sei gesagt, ihr müsst einmal die Kampagne hier in Serra Mortis abschließen und das sind 7 von 7 Kapiteln. Sobald ihr das erledigt habt, bekommt ihr mit der letzten Quest ein Item und zwar schimpft sich das Item Hüftgurt der Einigkeit. Dieser Hüftgurt der Einigkeit ist quasi ein zusätzliches Legendary und wie ihr seht, könnt ihr es neben einem anderen Legendary anlegen. Der einzige Nachteil an der Geschichte ist, dieses Item ist nur Item Level 265 und hat fixe Stats vorher schon vorgegeben drauf. Also ihr könnt die Stats nicht bestimmen, ihr kriegt das Item so, wie es ist. Der Effekt, der drauf ist, ist der Einigkeitseffekt. Und was ist der Einigkeitseffekt? Mit 9.1 kamen ja Covenant Legendaries rein, also sprich für jedes Covenant ein Legendary. Und das hat dann immer, bei den allermeisten Klassen zumindest, die Covenant-Fähigkeit verstärkt. Zum Beispiel bei mir, himmlische Geister, bei der Nightfee wird einfach die Abklingzeit von Kowok um 50% verringert und die Dauer des Castens um 25% beschleunigt und es werden mehr außergewöhnliche Zauber gewirkt. Heißt, es wird einfach meine Covenant-Fähigkeit Kowok erhöht. Wenn ich jetzt auf die Ventier switch, dann switcht dieses Legendary mit. Dann wird quasi meine Ventier-Fähigkeit verstärkt oder wenn ich zu den Koreanern switch, wird die Koreaner-Fähigkeit verstärkt und wenn ich zu den Necrolords switch, dann wird die Necrolord-Fähigkeit verstärkt. Das ist schon ganz praktisch, also ihr habt quasi ein Legendary, was alle eure Covenant-Effekte quasi verstärkt. Ihr könnt euch bei dem zweiten Legendary den Effekt nicht ausruhen, ihr habt immer diesen zusätzlichen Covenant-Effekt. Ihr könnt euch nicht eine Kombination aus zwei coolen Legendaries zusammenstellen, wäre schön. Ihr könnt immer quasi ein Special Legendary haben und das Einigkeits-Legendary, was quasi eure Covenant-Fähigkeit verstärkt. Heißt, wenn eure Covenant-Fähigkeit scheiße ist, habt ihr halt Pech gehabt, ja? Die müsst ihr halt einfach nehmen. Genau, so viel dazu. So, jetzt haben wir den Gürtel aber an dem einen bestimmten Slot. Es gibt eine Möglichkeit, dass wir sowohl den Slot ändern können, als auch quasi die Stats und das Item-Level von diesem Item. Wie gesagt, dieses Item kriegt man gratis über die Quest, wenn ihr jetzt ein bisschen Gold ausgeben wollt und ein bisschen Ruf gefarmt habt, könnt ihr euch das Zeug an jedem Slot aussuchen. Zum Beispiel habe ich das einmal gemacht, jetzt ziehen wir mal irgendeinen anderen Gürtel an. Ich habe mir jetzt hier noch einen Hals mit dem Einigkeits-Item gecraftet. Seht ihr, den kann ich jetzt auch anlegen. Habe ich zwei Items, die 291 sind, dass ich es nur rausbringe. Jetzt könnte ich zum Beispiel hier auch ein anderes Legendary, das geht nicht. Ne? Also ich kann wirklich nur dieses Einigkeitsding mit dem anderen Legendary anlegen. Wo kriegen wir dieses Ding her? Und zwar, es ist jetzt so, dass wir einmal einen Ruf von respektvoll bei den Erleuchteten brauchen. Dann können wir bei dem Rüstungsmeister quasi in der Zuflucht einmal ein Item kaufen und es schimpft sich Erinnerung an Einigkeit. Und diese Erinnerung an Einigkeit braucht, wie gesagt, erstmal den Ruf von respektvoll und wir brauchen 500 kosmische Flux. Aber sind wir mal ehrlich, wer mit dem Zeug nicht zugeschissen ist seit dem Patch-Release, ne, also diese Materialie, die wirst du sonst eh nicht los, das ist quasi, sind es keine Kosten unterm Strich. Ja? Man bloß halt nur den Ruf haben auf respektvoll. Und das Schöne ist, sobald ihr dieses Item geholt habt, könnt ihr das beim Schmied in Torgas abgeben. Und dann habt ihr es auch schönerweise accountweit mit drauf. Und zwar haben wir ja hier einmal, wenn wir unter Beute gehen, die ganzen verschiedenen Covenant oder die Legendary-Effekte, genau so rum, hier gespeichert. Und die sind ja im accountweit. Einigkeit ist ja auch drin. Sobald ihr das mit einem Char geholt habt, könnt ihr theoretisch auf jedem Char eures Accounts Einigkeit auch herstellen und dementsprechend zwei Legendaries tragen. Selbst wenn die Chars nicht mal einen Fuß hier nach Serra Mortis reingesetzt haben. Also ihr braucht dann mit den Twinks sowohl die Kampagne nicht spielen, als auch ihr braucht auch keinen Ruf. Ne? Ihr könnt es dann einfach herstellen und könnt dann zwei Legendaries haben. Das ist das Schöne. So, jetzt könnt ihr euch halt entscheiden, reicht euch der Gürtel, dafür müsst ihr nur die Kampagne spielen, was eine halbe Stunde vielleicht dauert, wenn ihr schon von 6 auf 7 seid. Oder ihr habt halt den Ruf noch zusätzlich und dann könnt ihr das an jedem Slot machen, könnt dann euch die Stats aussuchen, könnt sowohl das Item-Level aussuchen, ich habe natürlich ein 291 gecraftet, ne? Warum ein loweres craften, aber wenn ihr zu wenig Gold habt, könnt ihr das natürlich auch machen, ein loweres craften und ja, dann wisst ihr jetzt soweit, wie wir am besten uns diese zweite Legendary-Option freischalten können. Jetzt noch ein kleiner Hinweis dazu, wo solltet ihr das Ding vielleicht craften? Am besten sind natürlich Slots, wo ihr möglichst viele Stats kriegt. Wo kriegt ihr am meisten Stats? Ihr bekommt am meisten Stats auf dem Kopf, auf der Brust, auf der Hose. Da kriegt ihr soweit die meisten Stats. Und danach, die zweitmeisten Stats habt ihr eigentlich auf der Schulter, Hände,
Gürtel, Füße. Und die wenigsten Stats haben wir eigentlich auf quasi Handgelenke und Umhang. Und dann haben wir noch die Auswahl zwischen Ringen und dem Hals. Da haben wir halt keinen zusätzlichen Main-Stat drauf, also Agi, Int oder Stärke, so rum. Sondern dafür ein bisschen mehr Sekundär-Stats. Jetzt ist halt die Frage, die ihr euch stellen solltet, an welchen Slots ihr eure T-Teile habt. Ich habe jetzt im Moment mit dem Char noch keine an, weil ich aktuell nicht am Raiden bin und naja, das ein oder andere Item im Vault ein bisschen verschmäht habe, aber das ist eine andere Geschichte. Ihr wollt halt gucken, dass ihr möglicherweise das an einem von den großen Slots reinhaut, also Kopf, Brust oder Hose. Und dann aber am besten das so macht, dass ihr in den anderen Teilen die T-Teile habt. Wenn ihr natürlich nicht wisst, wo ihr jetzt die T-Teile gedroppt kriegt, ist es vielleicht sinnvoller, erstmal nicht auf diese Slots das Ding drauf zu machen, sondern auf einem anderen Slot. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich meinen Main Legendary auf der Hose habe. Ich gamble halt so ein bisschen drauf, dass ich quasi auf dem Kopf, Schulter, Brust und Hände meinen Tierset-Bonus kriege. Und dann bin ich jetzt persönlich auf den Hals gegangen, weil ich hier nochmal einen extra Sockel kriege. Also auf Hals und Ringen kriegt man nochmal einen extra Sockel. Ich glaube, auf dem Kopf kriegst du sogar auch noch einen extra Sockel, wenn du dann Legendary herrschtest. Das könnte man auch machen. Ich habe den Hals jetzt genommen, obwohl er keinen Main-Stat hat, weil ich dementsprechend da einfach mir die optimalen Sekundär-Stats aussuchen kann und die relativ hoch sind. Beziehungsweise ich habe halt schon relativ hohe Ringe, deswegen sind die für mich flach gefallen. Das wäre dasselbe wie ehrlich gesagt auf dem Hals. Ihr müsst es immer so ein bisschen persönlich die Entscheidung treffen, wo ihr euer Tierset-Bonus herbekommt, beziehungsweise wo ihr vielleicht schon Items habt. Am besten, wie gesagt, eins von den großen Items solltet ihr am besten einen Legendary drauf haben, einfach weil ihr da meistens Stats kriegt. Muss man aber halt so ein bisschen immer abwägen, wo man sein Set-Pieces hat. Gut, das waren soweit die Sachen, die ich euch mitteilen wollte. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv werdet. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tla, bis dann. Ciao.